Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, welche Vitamine ich in der Schwangerschaft genommen habe, welche Supplements ich genommen habe. Meine Blutwerte sind in der kompletten Schwangerschaft immer super gewesen. Ich hatte keine einzige Entzündung, keinen einzigen Mangel, Schwangerschaftsdiabetes eben nicht. Wenn ich von Schwangerschaftsdiabetes rede, fällt mir gerade ein, wollt ihr sehen, was ich so im Alltag esse in der Schwangerschaft? Wenn ja, schreibt es mir unten rein. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, welche Vitamine ich genommen habe, um mein Baby schön wachsen und gedeihen zu lassen. Das sind die zwei Basics. Fangen wir an mit Folsäure. Ich habe zu Folio gegriffen. Es gibt so viele verschiedene Anbieter, was so Folsäure betrifft. Ich lege das mal kurz ab, sonst knistert das die ganze Zeit. Es gibt so viele verschiedene Marken, so viele verschiedene Anbieter. Ich hatte irgendwie sehr oft schon davon gehört und habe mich dafür entschieden. Das sind so ganz kleine gelbe Tabletten. Da sind 90 Mini-Tabletten drin. Es gibt einmal die Phase 1 und Phase 2. Phase 1 nimmt man bis zur 12. Woche der Schwangerschaft und Phase 2 ab der 13. Woche bis zum Ende der Stillzeit. Ich habe Phase 1 schon angefangen zu nehmen, wo wir gesagt haben, so jetzt möchten wir ein Baby, jetzt planen wir und jetzt versuchen wir schwanger zu werden. Ab dem Zeitpunkt habe ich Phase 1 Folio schon eingenommen. Und das habe ich auch schon dort eingenommen. Ich habe ja vorher schon immer Vitamine genommen, immer geguckt, wie sind meine Blutwerte, geschaut, ob mir was fehlt und immer dementsprechend Vitamine genommen. Aber ich bin der Meinung, dass es schön ist, die Vitaminreserven schon vorher zu füllen. Ich weiß nicht, ob man dadurch sogar schneller schwanger werden kann. Ich weiß nicht, ob die Basis im Körper dann vielleicht einfach perfekt ist für das Baby und es dann schneller geht. Bei uns hat es beim dritten Versuch direkt geklappt und ich finde, das ist schon eine kurze Zeit und das ist schnell. Ich weiß nicht, ob es an den Vitaminen und Supplements liegt, die ich in der Zeit genommen habe, aber so für euch kann ich sagen, wir haben es beim dritten Versuch geschafft und ja, seitdem läuft auch alles super. Ich habe eine Freundin, die Medizin studiert hat und sich sehr gut mit Medizin auskennt und die hat mir empfohlen, 6 Monate bevor wir planen, schwanger zu werden, schon die Vitamine zu nehmen. Und ich fand das auch logisch, deshalb habe ich dann ab dem Zeitpunkt, wo wir schwanger werden wollten, angefangen. Und ja, neben Folio 1 ab Kinderwunsch habe ich dann von der Marke Pure das Original Schwangerschaftsformel genommen. Und hier ist wirklich alles drin, was man in der Schwangerschaft braucht. Das habe ich angefangen ab Kinderwunsch bis jetzt nehme ich das die ganze Zeit durch und ich bin sehr zufrieden damit. Für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, große Tabletten zu schlucken, so sehen sie aus. Also ich glaube, sie sind ziemlich groß für Leute, die denken, dass es schwierig ist, Tabletten einzunehmen. Für mich ist das gar kein Problem. Ich nehme alle Tabletten, die ich so nehme, in eine Hand und schlucke sie komplett runter. Für mich ist das kein Thema, aber ich habe so einige Vitaminmarken miteinander verglichen und einige, die so Schwangerschaftsformel kompakt verkaufen. Und für mich war das hier am besten. Ich habe es von meinem Frauenarzt checken lassen und von meiner Freundin, die Medizin studiert hat. Und beide waren der Meinung, dass das gut ist. Hier sind 60 Kapseln drin. Man nimmt einmal am Tag eine Kapsel nach dem Frühstück. Hier ist Vitamin A als Beta-Carotin drin. Hier ist Vitamin B1, B2, B6, B12, C, D3, E, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure, Magnesium, Eisen, Jod, Selen, Zink, BCAA. Hier ist eigentlich alles drin. Trotzdem, auch wenn hier Folsäure drin ist, habe ich meine extra Folsäure auch immer genommen. Das heißt, ich habe gefrühstückt und nach dem Frühstück eins davon, jeden einzelnen Tag. Und ab Woche 13 habe ich halt zu Phase 2 gewechselt. Was ich zwischendurch phasenweise noch extra dazu genommen habe, ist nochmal extra Magnesium. Da habe ich von Mivolis, das ist diese Eigenmarke von DM, hier diese Magnesiumtabletten, die der Timo immer nimmt. Davon habe ich dann welche mitgenommen, wenn ich mal so Wadenkrämpfe hatte. Also ich habe so zweimal eine Phase gehabt, wo ich irgendwie so 3 Tage hintereinander etwas
Komisches an der Wade gespürt habe. Also es war kein richtiger Wadenkrampf, wo ich wirklich minutenlang einen Wadenkrampf hatte. Aber so morgens beim Ausstrecken habe ich so ein leichtes, als würde ein Wadenkrampf beginnen gespürt. Aber es war dann kein kompletter Wadenkrampf. Aber trotzdem, wenn ich gemerkt habe, dass es passiert, habe ich das dann so 3-4 Tage hintereinander genommen. Nochmal zusätzlich, obwohl auch hier schon Magnesium drin ist. Aber ihr müsst halt auf euren Körper hören. Wenn ihr gerade denkt, euren Muskeln geht es nicht so prächtig, dann könnt ihr nochmal extra Magnesium nehmen. Alles, was überschüssig ist, wird sowieso ausgespült. Von daher habe ich da einfach noch mit dazu Magnesium genommen, wenn es nötig war. Ich werde gucken, ob ich euch die Sachen verlinken kann. Wenn ja, tue ich sie unten rein. Aber ansonsten, Folio bekommt ihr in der Apotheke, aber auch bei Amazon. Ich habe es erstmal paar Mal bei Amazon bestellt, bis es das letzte Mal leer gegangen ist, ohne dass ich vorher darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich es in der Apotheke geholt. Das hier bestelle ich immer bei Amazon. Und das hier bekommt ihr, wie gesagt, bei DM. Was ich dann sehr, sehr hilfreich fand, ist mein Alphabiol. Ich bin ja ein Riesenfan von Alphabiol, dem Beauty-Elixier. In der Schwangerschaft ist Hautelastizität ein Riesenthema. Ich habe mich jeden Tag eingeölt, morgens und abends, und habe von innen noch für meine Hautelastizität immer was getan. Ich habe ab Anfang der Schwangerschaft immer durchgehend Alphabiol Beauty Elixier verwendet. Ich habe das Beauty Elixier und das Kurkumin Elixier mit zu meinem Frauenarzt genommen, genauso wie die anderen Vitamine alle, die gleich jetzt noch kommen, auch von meinem Frauenarzt drüber schauen lassen. Und er hat mir das Go dafür gegeben. Hier ist zum Beispiel noch Alpenkräuterextrakt drin. Da wollte er genauer wissen, was mit Alpenkräuterextrakt gemeint ist. Da haben wir dann bei Alphabiol nachgefragt. Das habe ich dann meinem Arzt erzählt. Und er hat dann gesagt, okay, gar kein Problem, das können Sie durchnehmen. Aber vom Kurkumin-Elixier hat er mir abgeraten in der Schwangerschaft. Er hat gesagt, im ersten und im dritten Trimester sollte man lieber keine Kurkuma-Produkte einnehmen. Im zweiten Trimester dürfte man es, aber da habe ich es zur Sicherheit einfach auch gelassen. Kurkuma ist wehenfördernd und nicht so empfehlenswert in dieser Zeit. Ich dachte mir, da ich sowieso schon gut ausgestattet bin mit den Vitaminen, muss ich das Kurkumin-Elixier nicht nehmen. Das war so das, was mein Frauenarzt gesagt hat. Aber alles, was ich euch zeige, würde ich euch empfehlen, fragt euren Frauenarzt, eure Frauenärztin. Weil jede Schwangerschaft ist ja anders. Es kommt darauf an, habt ihr irgendwelche Vorerkrankungen? Sind da vorher irgendwelche Sachen passiert? Habt ihr vielleicht eine Risikoschwangerschaft? Das ist alles natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe eine normale Schwangerschaft, kein Risiko. Bis jetzt ist alles super verlaufen. Und das sind Dinge, die mir mein Frauenarzt abgesegnet hat. Also, auf jeden Fall habe ich das Alphabiol Beauty Elixier durchgehend eingenommen. Nehme ich immer noch ein, für die Hautelastizität, weil ich möchte natürlich in der Schwangerschaft so wenige Schwangerschaftsstreifen wie möglich. Wenn sie passieren, ist das gar kein Problem, aber natürlich tue ich davor alles, was man so machen kann, damit sie nicht entstehen. Ich weiß, dass es in meinen Genen liegt, einige Schwangerschaftsstreifen zu bekommen. Ich habe in meiner Teenagerzeit, wo ich einen Wachstumsschub hatte, ganz viele Dehnungsstreifen bekommen und habe bis jetzt super mit ihnen gelebt. Aber wenn ich bei der Schwangerschaft was dagegen tun kann, dass sie sich nicht übertrieben vermehren, dann mache ich das natürlich. Hier ist Hyaluronsäure und Kollagen drin, aber unsere Speicher werden immer geringer, immer kleiner. Deshalb kann man ein bisschen nachhelfen. Vor der Schwangerschaft habe ich das verwendet, um keine Falten zu haben, um aufgepolsterte Haut zu haben, um jünger auszusehen. Und in der Schwangerschaft ist mein Hauptziel damit, die Feuchtigkeit der Haut gut zu kontrollieren, weil das hilft nicht nur im Gesicht bei den Falten, sondern es hilft bei der ganzen Feuchtigkeit der kompletten Haut. Ihr nehmt das oral ein und dann habt ihr die Wirkung am kompletten Körper. Deshalb finde ich das gerade in der Schwangerschaft wirklich sehr, sehr praktisch. Da könnt ihr mit einem einzigen Schritt sehr viel für den kompletten Körper tun. Mein 15% Rabattcode ist auch noch bis Ende des Jahres gültig. Ich mache euch den Link zu Alphabiol unten rein.
sein. Mein Rabattcode lautet GIRLS15, damit könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Und auch wenn ihr nicht schwanger seid und so ein bisschen mehr Aufpolsterung, die mehr Feuchtigkeit im Gesicht, am Dekolleté überall haben wollt, dann könnt ihr das auch mal testen. Dann gibt es noch zwei Dinge, die ich außerdem noch verwendet habe. Von Skin Good Garden habe ich die hier phasenweise verwendet. Einmal die Hydrating Skin Seeds, da ist auch Hyaluronsäure, Vitamin B5 und Leinsamen drin. Und die Glow Skin Seeds, da ist Sonnenblumenkerne, Vitamin C und Donaliele Alge drin. Die habe ich phasenweise genommen, also so alle 2 Monate mal für 2 Wochen durchgenommen. Fand ich wirklich auch eine gute Unterstützung. In der Zeit, wo ein Frauenkörper auf Höchstleistung ist und so viel leistet, kann man das schon so ein bisschen unterstützen. Deshalb habe ich auch die beiden dann unterstützend phasenweise genommen. Fand ich wirklich auch sehr gut. Hilft auch nicht nur im Gesicht, sondern am kompletten Körper. Ich kann euch sagen, bis jetzt habe ich keine einzigen Dehnungsstreifen und ich hoffe einfach sehr, dass es mir so weit es geht erspart bleibt. Wenn wir schon von Dehnungsstreifen reden, zeige ich euch mal die 3 Dinge, die ich so gegen Dehnungsstreifen verwendet habe. Ich habe zum einen ganz einfach, so natürlich wie möglich, so sauber wie möglich, Arganöl genommen, 100% naturrein, nativ kalt gepresst aus marokkanischen Arganmandeln. Ich habe online recherchiert und geschaut, welche Öle sind gut gegen Dehnungsstreifen und habe dabei herausgefunden, dass Arganöl zu den edlen Ölen zählt und seit Jahren schon verwendet wird gegen Dehnungsstreifen. Ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe ganz am Anfang, so ein paar Wochen lang, ein Öl von DM verwendet. Nachdem das leer war, habe ich dann damit angefangen und ich habe immer noch so viel drin. Also bis jetzt habe ich so eine Flasche Öl von DM leer gemacht. Kann ich euch mal hier einblenden, was ich da benutzt hatte. So eine grüne Flasche war das. Und hier ist noch so viel drin. Und im Moment bin ich in der 28. Woche, also viel Öl ist da eigentlich nicht weggekommen. Und ich habe mich von Anfang an jeden Tag eingeölt. Und dann so ab dem 4. Monat oder so habe ich mich 2-mal am Tag eingeölt, morgens und abends. Und dann habe ich so vor einer Woche eine Phase gehabt, wo es so richtig losging mit dem Bauch. Und habe mich in der Zeit so 3 bis sogar 4-mal eingeölt. Weil wenn ihr halt so einen Wachstumsschub am Bauch habt, dann wisst ihr, okay, da wird die Haut gerade sehr schnell sehr viel gedehnt. Da könnt ihr auch mal mehr einölen. Was ich aber wichtig finde, wenn man so viele Öle verwendet, auch den Bauch mal zwischendurch zu peelen. Also ich habe kein Peeling-Produkt benutzt, aber ich habe so einen Handschuh verwendet. Ich glaube, den hier habe ich bei DM sogar gekauft. Aber ihr könnt irgendwas so leicht rausnehmen, womit ihr über die Haut geht, um die Poren wirklich frei zu haben. Jeden Tag, wenn ihr duschen geht, ganz kurz drüber gehen, ohne die Haut zu reizen, um die Poren wirklich schön frei zu bekommen, weil Öl brauchen wir schon, damit wir keine Dehnungsstreifen haben, aber zu viel Öl könnte auch die Drüsen verstopfen. Deshalb versucht zwischendurch so ein bisschen zu peelen. Ich benutze das jeden Tag in der Dusche, aber wirklich nur so ganz leicht über den Bauch. Dann in dieser Phase, wo mein Bauch wirklich übertrieben gewachsen ist und ich wirklich von Morgen zu Morgen beobachtet habe, wie mein Bauch einfach größer und größer wurde, habe ich das Öl hier von Juno & Me genommen. Ich liebe diese Verpackung, mega praktisch. So an einem Sonntag zum Beispiel, wo ihr auf der Couch liegt, könnt ihr euch das in euer Hoodie tun und zwischendurch, wenn es euch einfällt, einfach in die Hand und einölen. Hier kann nichts rauskommen, hier kann nichts ausgeschüttet werden. Ein super To-Go-Produkt so für mich, weil unser Badezimmer ist oben, Wohnzimmer ist unten und es war schön, halt irgendwas dabei zu haben, was so kleines, praktisches, um zwischendurch noch mehr, noch öfter einzuölen. Weil das hier ist so eine Flasche, die eigentlich nicht dafür gedacht ist. Da es aber so einen qualitativ hochwertigen Inhalt hat, war es mir egal. Ich habe es dann einfach verwendet. Deckel ab, kurz in die Hand schütten und dann verwenden. Es ist so eine kleine Sauerei am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Übrigens, das Öl ist von Royal Oils und die hatten mir so ein Sample geschickt und hier sehr süß auch einen Rabattcode dazu getan. GIRLS15, vielleicht ist der Rabattcode noch gültig, schreibe ich euch auch mal hier rein. Und zwischendurch
habe ich das hier noch verwendet. Immer mal wieder, wenn ich daran gedacht habe, habe ich das verwendet. Ich habe das irgendwann mal gekauft. Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream. Das ist für jegliche unterschiedliche Sachen gemacht. Ihr könnt euch damit abschminken. Ihr könnt es als Lippenpflege benutzen. Ihr könnt es als Body Lotion, Bodypflege benutzen. So viele verschiedene Möglichkeiten, das Produkt zu nutzen. Es war ja bei den Amis auf YouTube sehr, sehr, sehr bekannt und ich habe es irgendwann mal mitgenommen. Das ist so ein ergiebiges Produkt und ich dachte mir, jetzt ist die perfekte Zeit, wirklich so den letzten Rest davon zu verwenden. Da hier auch so viele verschiedene gute Öle drin sind, habe ich das auch zwischendurch mal verwendet. So viele verschiedene Öle, deshalb vergesst das mit dem Peelen nicht, damit die Haut schön sich regeneriert und aktiv bleibt und die Poren nicht verstopft werden. Und ihr findet alle Links, hoffentlich, wenn ich sie auch finde, unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, meinen Kanal an eure Schwester, an eure Mutter, an eure Cousine weiterzuleiten, damit wir hier immer weiter wachsen. Es kommen jeden Donnerstag und Sonntag neue Videos. Wir sehen uns dann beim nächsten. Mach's gut und bis dann. Tschüss.